Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir sprechen angesichts des Gesetzentwurfs der FDP über zwei, würde ich sagen, ein bisschen unterschiedlich gelagerte Themenfelder. Die eine Frage ist die Zulässigkeit von elektronischen Wahlen, in dem Fall zur verfassten Studierendenschaft. Aber es ist ja eine Diskussion, die wir generell auch führen, wie wir jetzt unter Pandemiebedingungen, wo wir gerade Schwierigkeiten haben, Listen aufzustellen, Wahlversammlungen zu machen. Da haben ja an der Stelle die CDU und DIE LINKE eine Gemeinsamkeit insofern, dass wir schon das ganze Jahr versuchen, Vorsitzende zu wählen. Sie schaffen es nicht, wir schaffen es nicht, weil man unter Pandemie-Gesichtspunkten gerade schwierig Parteitage machen kann und elektronische Wahlen nicht möglich sind. Ja, Sie brauchen vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, das kann auch sein. Bei uns war es eigentlich, ich glaube, wir hätten es schon machen können, aber es ging aus anderen Gründen nicht. Also von daher diskutieren wir ja gerade, ob wir Regeln so verändern, dass man in der Pandemie eben auch von den bisherigen Wahlverfahren abweichen kann, um eben zum Beispiel elektronische Abstimmungen zu ermöglichen. Ich finde, man muss das sehr, sehr gut überlegen und sehr gut diskutieren, weil es eine ganze Menge Gründe gibt, auch die dagegen sprechen, weil eben elektronische Wahlverfahren schon einfach die Nachvollziehbarkeit nicht mehr da ist, weil sie manipulierbar sind. Von daher sage ich gar nicht, ich bin dagegen, aber ich finde, dafür ist ja eine Anhörung auch gut, so etwas diskutieren zu können, um eben das Pro und Contra dann eben auch abwägen zu können. Aber ich finde, man muss die Bedenken dagegen auch schon sehr, sehr ernst nehmen, dass man nicht jetzt in der Pandemie Dinge schafft, weil letztlich stellt sich ja auch die Frage, ob man nicht viele andere Wahlverfahren auch elektronisch machen könnte. Und ich meine, da hat das Bundesverfassungsgericht bisher was dagegen. Und ich finde, das muss man an der Stelle einfach zu Ende denken. Deswegen haben wir da ein Stück weit eine gewisse Skepsis. Das andere ist, dass wir darüber reden müssen, was sind denn eigentlich die Gründe dafür, dass die Wahlbeteiligung bei den Wahlen zum Studierendenparlament oder zur verfassten Studierendenschaft eigentlich so gering sind. Und da würde ich sagen, liegt es nicht nur daran, dass das Wahlprozedere jetzt irgendwie kompliziert wäre. Ich meine, die Studierenden bekommen die Unterlagen geschickt. Es gibt tagelang Zeit, seine Stimme abzugeben. Ich denke, wir müssen auch überlegen, ob es etwas damit zu tun hat, dass die Entscheidungskompetenzen in der verfassten Studierendenschaft nicht gerade sehr ausgeprägt sind, um es vorsichtig zu sagen. Also den ganzen Autonomieprozess, den es gab, sind ja Kompetenzen vom Ministerium an die Hochschulen verlagert worden, aber eben dort vor allem an die Präsidien und an die Hochschulräte. Und ich finde, man muss vielleicht auch darüber reden, über so etwas wie das allgemeinpolitische Mandat, lange Forderungen der verfassten Studierendenschaft. Wie kann man denn überhaupt auch die verfasste Studierendenschaft so aufwerten, dass man sagen kann, man hat da auch was zu entscheiden, wenn man die wählt? Und ich finde, das müssen wir auch mit diskutieren. Das wäre sehr spannend. Haben Sie ja angekündigt für die HAG-Novelle, also da an der Frage Rechte der Studierenden auch noch einmal was zu machen. Da sind wir sehr gespannt drauf und da würde ich auch einen Schlüssel sehen. Insgesamt sehen wir aber, dass das politische Engagement ja teilweise sowieso an vielen Stellen zurückgegangen ist. Also nicht nur was die Wahlbeteiligung angeht, sondern auch die Leute, die bereit sind, sich wählen zu lassen. Und da müssen wir schon überlegen, ob das etwas zu tun hat mit der Verdichtung von Studiengängen, mit der Verkürzung von Studiengängen, mit der wachsenden Zahl von Studierenden, die nebenher arbeiten müssen, also ob die Zeit überhaupt noch da ist, sich eben in solche Gremien auch mit einzubringen. Ich selber habe auch 2 Jahre lang im Studierendenparlament in Frankfurt gesessen und habe hoffentlich dazu beigetragen, Herr Grobe, den linksgrün versifften Mainstream und das Klima an der Frankfurter Uni mit zu stärken. Ich will nur sagen, weil Sie jetzt gerade sehr angefasst reagiert haben auf die Bemerkung der Kollegin Dr. Sommer. Also ich will nur sagen, es gibt ja Bilder von Ihnen, habe ich gesehen, wo Sie ja sehr wohl in der Lage sind, eine Maske zu tragen, nämlich eine Maske, auf der draufsteht Merkel-Burka. Also es scheint möglich zu sein, aus propagandistischen Gründen können Sie offensichtlich doch Maske tragen, wenn es politisch gerade passt. Aber ich finde, wer mit Aufschriften wie Merkel-Burka durch die Gegend rennt, ja, also derartig austeilt, der sollte vielleicht einmal aufpassen, dass man nicht bei jedem Kommentar, der hier gemacht wird, als Sensibelchen dann. Ja, ich sage es mal mit den Worten der AfD, das wird man doch noch sagen dürfen, Herr Lamprou, das wird man doch noch sagen dürfen. Und wer so austeilt wie Sie, permanent austeilen, der muss sich nicht wundern, wenn dann auch dementsprechend was zurückkommt. In diesem Sinne, lassen Sie uns über den Gesetzentwurf diskutieren. Ich finde, man kann, das ist ein absolut legitimes Anliegen, das die FDP da hat. Die Diskussion sollten wir führen, die sollten wir im Ausschuss führen. Und dann lassen Sie uns bei der HAG-Novelle darüber reden, wie wir auch die Rechte der verfassten Studierendenschaft, wie wir die ausweiten können, damit wir die Demokratisierung an den Hochschulen voranbringen. Vielen Dank.